Kämmer Freaks, da ist er, der Günni. Und wir sind hier auf dem Parkplatz P2. Hier vorne. Da vorne ist die Autobahnmasterei. Wir sind hier im schönen Duisburg. Heute müsst ihr nur mit mir Vorlieb nehmen, weil Tanja hat einen Business-Termin hier in Dortmund. Und ich bin jetzt hier nach Duisburg gefahren. Hab den Günni. Also Versprecher, ich lösche nichts. Das bleibt alles drin. Also, Günni ist heute mit mir hier im, ich wollte schon fast sagen, schönen Duisburg, aber ich war noch nie in Duisburg, also weiß ich nicht, aber die meisten meinen, das wäre eine echt hässliche Stadt, aber ich sage dazu nichts, weil ich es nicht weiß, weil ich es mit eigenen Augen nicht gesehen habe, deswegen werde ich jetzt nicht sagen, weder schöne noch hässliche Stadt, sondern ich bin in Duisburg hier im Zoo. Also jetzt auch noch auf dem Parkplatz. Der sollte eigentlich 5 Euro kosten, beziehungsweise 4 Euro, laut Google Maps. Hier ist aber keiner am Häuschen oder so. Deswegen ist es ein kostenfreier Parkplatz. Wir haben heute Dienstag, es ist 10:30 und ihr seht es ja hier leer. Also da vorne, klar, wo ein bisschen mehr los ist. Da habe ich den Günni jetzt auch abgestellt. Weil hier wird auch darauf hingewiesen, dass man keine Wertgegenstände im Fahrzeug sichtbar liegen lassen soll. Natürlich machen wir das nicht, aber natürlich haben wir aber auch unsere Vorkehrungen getroffen. Wir sind ja nicht von gestern. Deswegen müsste alles gut sein. So, ich mache jetzt hier mal einen Cut und gleich geht's weiter vom Zoo im Zoo. Wie auch immer. Wir sehen das gleich. Hier soll es jetzt eigentlich reingehen in den Zoo, also hier den Weg hier entlang, aber da ist ein Absperrseil und hier steht Durchgang nur für Personal, aber hier ist der Zoo. Eigentlich müsste das auch gehen, aber man muss hier links rum. Öffnungszeiten seht ihr ja von März bis Oktober von 9 bis 19 Uhr, letzte eine 17:30 und Winteröffnungszeiten sind von November bis Februar von 9 bis 16:30. Letzter Einlass 15:30. Fußweg ca. 850 Meter. Ja, das wird jetzt sportlich, aber ist gut. Laufen soll ja gesund sein. Also hier bei der Schnellstraße geht das hier. Die haben schon, als ich den Günni geparkt habe, gehört. Ja, 850 Meter, das packen wir. So. Nach 10 Minuten Fußmarsch jetzt erreiche ich hoffentlich gleich den Zoo. Der müsste da vorne sein. Wie gesagt, ich habe in der Karl-Benz-Straße geparkt, P2. Das sind ja 10 Minuten Fußmarsch. Und man muss hier über die Brücke gehen. Autobahnbrücke. So. Da kommen ja ein paar Fahrzeuge und ja, ich hoffe, ich bin gleich da. Und das nächste Mal vielleicht bei P1, weil muss ich gucken, werde ich euch gleich mal darüber informieren, ob man da mit dem Camper auch parken kann. P2 ist überhaupt kein Thema, da habt ihr Platz ohne Ende. So, hier haben wir jetzt den Zooparkplatz P1. Ja, ist gut besucht jetzt. Da steht auch ein Transporter, aber ich glaube, also ich würde euch nicht, ich glaube, ich empfehle euch lieber P2, Karl-Benz-Straße, Duisburger Zoo hier an der Autobahnmasterei, weil hier, ja, es sieht echt eng aus. Ja, und auch klein ist es. Ja, und drüben ist aber der Zoo. Das ist das Coole hier. Du bist gleich gegenüber vom Zoo. So, da geht's jetzt rein. Jetzt muss ich bezahlen. So, hier ist der Haupteingang. Hier ist der Zooshop. Das ist hier der Zooshop. Und hier geht's dann rein. Und hier geht's dann ans Bezahlen. Heute sind die sind zu. Und das Kassenhäuschen ist auf. So, 20 Euro habe ich jetzt bezahlt, obwohl da jetzt 19,50 steht. Habe ich nochmal für irgendein Gehege, glaube ich, was gespendet. Das nehmen sie automatisch hier. Und wie gesagt, 19,50 plus 50 Cent. Also haben wir gleich mal, ja, 20 Euro ausgegeben für ein Ticket. So, hier haben wir das Giraffen. Gehen wir hier gleich mal rein. Die Giraffenwelt.
Ja, da ziehst du es doch mal gleich rein. So, nehme ich die Giraffen weg. Fliegen. Ach, die sind draußen, die Giraffen. Hier sind jetzt die Giraffen. Da sieht man sie in voller Pracht. Da. Da, willst du ein Ticket essen? Spaß. Das machen wir nicht. Aber sind echt schöne Tiere. So eine Giraffe. Ja, ist schon was Feines. Also, weiter geht's. Oh, Netzgiraffe ist er sogar. Aha, okay. Genau, das stimmt. Unsere Giraffen werden krank, wenn ihr sie füttert. Stimmt, absolut. Soll man nicht machen und daran soll man sich auch halten, weil wir wollen ja nicht, dass eine Giraffe krank wird wegen uns. So, schauen wir mal weiter. Wo geht's hier zu den Delfinen? Rechts rum. Okay. Also, Löwen links, Koalas links, Robben links, Spielplatz links. Und Elefanten, Fische, Delfine, Affen. Wow, rechts. Ja, es zieht mich nach rechts zu den Delfinen, Affen und Elefanten. Genau. Die Elefanten haben auch ein richtig schönes Außengehege, schön groß. Aber bei der Kälte, ja, kann ich verstehen, wir haben 0 Grad bzw. 1 Grad plus. Da würde ich mich auch nicht als Elefant raustrauen. Also gehen wir rein. Und hier nochmal also andere Perspektive. Oh, da ist ein Elefant. Der ist draußen. Oh, das sind afrikanische Elefanten. Die erkennt man ganz leicht an den großen Ohren. Indische haben kleine. Und der hat die richtig. Und die afrikanischen Elefanten sind viel größer als die indischen. Ja, also um einiges größer. Ich gehe jetzt mal hier in den Schatten. Oh, da willst du uns. Na, kommst du zu den Camper Fix? Zeig dich mal von deiner besten Seite, mein Freund. Ja, da ist er. Das müsste. Ja, genau, weiß nicht, ob das jetzt ein Weibchen oder ein Männchen ist. Aber trottet zu uns. Und rein geht's in die warme Stube. Das machen wir auch. So, gehen wir mal hier rein. Oh, da ist er. Wow. Ja, Wollo. Ja, hier sind die. Also da kann ich noch keinen Elefanten. Cool. Oh. Da wird geschissen. Okay, das wollen wir jetzt nicht einfangen. Schöne Tiere. Ja, aber die Weibchen sind auch einiges kleiner als die Männchen. Von daher müssen das alles Weibchen sein. Afrikanische Bullen-Elefant ist etwas größer als die Weibchen. Also innen die Bullen gegessen, gefüttert und draußen. Und hier drin bin ich auch geschlafen. Ich denke mal, dann noch eins. Und ich und Schneidern nach innen begeben dürfen. Also sehr, sehr interessant. Ja, was richtig toll ist heute, ich habe den Zoo fast für mich ganz alleine. Ich und ein Elefant. Cool. Ich freue mich so. Was für schöne Tiere. Wunderschöne Tiere. Weiter geht's zum Aquarium. Die Elefanten haben wir jetzt gesehen. Waren alles Weibchen, weil ziemlich klein. Also davon gehe ich mal stark aus. Und eine hieß Daisy, habe ich erfahren, von einer Besucherin. So, und wir gehen jetzt zum Aquarium. Ausgang, Eingang, da geht's rein. Und dann sehen wir mal die Fischi-Fischis. Ja. Echt schön. Oh, da ist Dori. Da hinten. Clownfische, ziemlich groß für Nemo. Müssen etwas kleiner sein. Aber ich sehe jetzt keine. Also das dürften jetzt keine Clownfische sein, die da. Okay. Jo. Ja, die Natur bietet schon einzigartiges. Ich will ein Meerwasser-Aquarium.
Wow, was für wunderschöne Tiere. So, hier geht es jetzt weiter. Hier ist eine Tür. Oh, was gibt es hier? Schönes. Also auch ein Aquarium, aber eher Amazonas. Ah, hier fängt der Amazonas an. Ja, man merkt es auch schon an der Luftfeuchtigkeit. Kein Trinkwasser. Wow. Haben Sie schon gemacht? Wow, guck dir das mal an. Das sind? Ich muss selber schauen. Seekühe. Wow. Das sind ja riesig. Sieht aus wie das Maskottchen vom NDR. Das ist auch eine Seekuh. Oh, wir haben Glück. Heute wird das Aquarium gesäubert. Taucherin. Sieht man auch nicht ab. Ich hoffe, ihr kennt das. Ja, ein ziemlich tiefes Aquarium auch. Wie gesagt, der Amazonas. Schön gemacht. Top. Cool. Da drin waren wir jetzt. Wir haben nicht diesen Ausgang benutzt, sondern sind da hier so ringsrum. Ja, ein schönes kleines Aquarium. Ja, alles fein. Der Frankwald ist ein bisschen größer, aber dafür haben sie hier auch die Elefanten, ein schönes Gehege. Also es geht ja auch jetzt nicht darum, wer den längsten hat oder wer den größten hat, so rum, sondern es geht hier darum, es geht um die Tierhaltung, also mir persönlich jetzt. Weil mittlerweile sehe ich das ein bisschen kritisch, was Zoos betrifft, weil bei Schimpansen, Orang-Utans, Menschenaffen, Bonobos und so weiter, da finde ich das nicht mehr so toll, oder Gorillas natürlich auch, dass sie jetzt hier im Zoo gehalten werden. Das ist nicht mehr so mein Ding. Also ich bin nicht mal ein Freund von, sagen wir es mal so. Delfine jetzt, glaube ich, da wird mir auch ein bisschen nicht Angst und Bange, aber ja, ich bin kein Freund mehr von. Ja, also da muss man auch schon sagen, das ist nicht mehr so toll. Aber klar, für Kinder und so, dass sie das sehen, ist es bestimmt was Feines, aber ich bin nicht mal so ein Riesenfan von. Aber jetzt gehen wir mal ins Menschenhaus. Wo ist das denn hier? Schauen wir mal. Also hier ist das Außengehege von den Menschenaffen. Hier kann man sogar eine Partnerschaft annehmen, also von den Gorillas. Schauen wir mal. Nein, hier ist nicht das Außengehege, sondern hier sind andere Tierchen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also hier bin ich falsch. Ich dachte, das wäre das Außengehege, weil hier gleich ein süßes Gorilla-Baby, Gorilla-Kind oder Baby. Hier ist auch gleich das Delfinarium. Also es müsste ja gleich mal kommen. Warten wir es ab. So, jetzt sind wir richtig. Da sind die Gorillas. Hallo. Oh, die schaut mich direkt an. Wow. Hallo. Okay, mehr gibt's nicht. Hier wird er nicht rumgeschrien, wir wollen die Tiere nicht in ihrer natürlichen Art und Weise stören. Deswegen werde ich hier nicht weiter rumbrüllen. Und da haben wir das Gorilla-Männchen. Das muss aber, der muss glaube ich noch auswachsen, der ist ziemlich klein. Das muss noch ein ganz junges, kein junges Gorilla-Männchen sein. Aber wir müssen auf einen größeren Boss gehen hier. Also die sind jedenfalls draußen, wir haben jetzt 1 Grad. Plus Temperaturen, also es macht ihm scheinbar nichts aus und er frisst da auch was. Ja, schön. Und ich habe hier 2 Weibchen gesehen, ein Gorillamännchen. Beeindruckend. So, das ist jetzt hier das Affenhaus. Oh, das ist aber groß. Wow. Ja, das ist schön groß. Oh. Das sind Runaway Meerkatzen, kommen in, wenn ich es richtig sehe, genau, in Westafrika vor. Okay. Oder ein Vogel. Oh, der sieht ja putzig aus. Er ist Punker. Ein Irokesenschnitt. Ja, also beeindruckend hier. Echt. Wow. Hier haben sie einen großen Platz mit einem Baum, der wächst. Ja, da wächst in der Stadt. Oder wieder in den Stein. Hier haben wir auch
Affengehege. Ach, kleine Äffchen da oben. Nee, war kein Äffchen, da, größeres. Wie gesagt, ich kann nicht zoomen, ich bitte das zu entschuldigen. Und hier. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Ist nicht möglich. Okay, akzeptieren wir. Und gehen wir hier mal links rum. Was haben wir hier? Oh, Orangutans. Ja, das ist mal ein großes Exemplar. Ja, dreht uns gerade den Rücken zu. Kann ich verstehen. Ich würde auch nicht gerne angegafft werden den ganzen Tag. Aber ist ein großes Männchen. Ja, der ist stattlich. Oh, er dreht sich doch um. Ja. Sieht ein bisschen traurig aus. Ja, der sieht traurig aus. Ja. Klare Meinung, solche Tiere, in Anführungsstrichen Tiere, die uns sehr, sehr ähnlich sind, uns fehlt nicht viel. Und dann werden wir jetzt auch Affen und werden hier eingesperrt. Ich halte nichts von. Die gehören nicht in Gefangenschaft oder in irgendwelche Zoos. Sorry, passt nicht. Bin klar dagegen. Ja, wenn du in so ein Gesicht reinblickst, ist das nicht schön. Ja, und die Gorillas, oh, das ist Lego. Auch nicht schlecht. Ganz viele Lebesteinchen. Wie sieht das vielleicht hier? Genau. Ja, da ist noch ein Äffchen. Und ich denke mal, hier drin sind dann auch die Gorillas. Das ist dann ein bisschen klein, aber das Außengehege ist dafür umso größer. So, und hier haben wir eine Katze. Eine ziemlich dicke. Aber schön. Weg ist sie. Wo ist sie? Weg. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, hier im Duisburger Zoo, hier wird zurzeit sehr, sehr viel renoviert. Was einerseits gut ist für die Tiere, was wichtiger ist, aber schlecht halt für Besucher. Weil hier entsteht mal wieder eine neue Anlage für unseren Bitu-Rungs. Sehen aus wie kleine Biber. Ja, also, fließt Geld. Ich hoffe auch in den Artenschutz. Aber genug Moral apostelt. Weiter geht's zu den Delfinen. Da sind die Delfine. Wow, es gibt so eine Veranstaltung jetzt. Wow. Oh, da muss ich rein. Da muss ich rein. Ich muss mich jetzt beeilen. Ha. Da geht's rein, glaube ich, oder? Nein. Bistro, geht's hier rein? Ich will die Delfinvorstellung sehen. So, jetzt muss ich rennen. So, hier geht's rein. 11.30 Uhr. Essen, Trinken, sie von neuem mich erstattet. Hier, bla bla. Dann geht's hier nicht mehr rein. Oder? Oder doch? Okay. Tja. Ist aber auch nichts ausgeschildert. Ich glaube, ich komme nicht mehr rein. Kennen wir nichts. Leider bin ich zu spät, was die Vorstellung betrifft. Alles abgeriegelt hier. Alles zu. Ich kann jetzt nur aus dem Fensterchen da mal reingucken. 11.30 Uhr war die Vorstellung, wir haben jetzt 11.50 Uhr. Okay, kann ich verstehen, dass man da nicht gestört werden will. Ärgerlich für mich, weil das hätte ich euch gerne mal gezeigt und ein paar Aufnahmen gemacht. Aber gut, jetzt müssen wir es halt mit dem Fensterchen da jetzt begnügen. So, ein alter weiser Mann sagte, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Also, das nächste Mal. Ich muss jetzt auch mal gucken, wenn die nächste Vorstellung ist, aber ich glaube, das wird nichts. So, die Vorstellung ist jetzt vorüber, jetzt sind wir den Finale. Jetzt mal drin, aber die Vorstellung ist vorüber, kann man sich da noch hinsetzen.
Und da unten sind viele. Sehr schön gemacht. Aber auch hier sind viele gehören nicht in Gefangenschaft. Eigentlich in so einem Becken, was er nicht ja besonders riesig ist. Und da vorne sind viele Trockenwurzeln. Und auch davon kann es nicht. So, da haben wir noch einen kleinen Kinderspielplatz. Gegenüber vom Delfinarium. Das Delfinarium ist da. Kinderspielplatz da. Das sieht man auch an dem großen Delfin, wo es sein könnte. Und hier gibt es auch was zu essen. Kleinen Imbiss. Kleine Snacks. Und ja, was ich aber dazu sagen muss, was mir jetzt aufgefallen ist, hier im Duisburger Zoo, alles sehr weitläufig. Also man muss schon ein bisschen sich disziplinieren, so lange Wege zu gehen. Also man merkt auch ein bisschen, dass er schon etwas älter ist. In die Jahre, finde ich jetzt, habe ich einige Postings, also bei Google, einige Rezensionen gesehen. Finde ich jetzt nicht. Ich finde ihn gepflegt, ich finde ihn sauber. Und ich finde es auch schön, dass sie hier die Gehege modernisieren. Bis auf die Menschenaffen und die Delfine und die Tiger, muss man auch dazu sagen. Sorry, bald gibt es keinen Zoo mehr, wenn es an mir gehen würde. Aber jeder darf und jeder will, solange die Tiere nicht misshandelt werden. Und das werden sie hier nicht. Also die haben da nicht irgendwelche Blessuren. Aber trotzdem, ja, ich habe es jetzt oft genug erwähnt. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt verabschieden wir uns mal von den Delfinen und schauen uns mal diesen wunderschönen sibirischen Tiger an. Übrigens sind das die größten Tiger, nicht der indische oder so, sondern der sibirische. Wunderschöne Tiger sind das. Sind hier auch im Außengehege, da ist noch einer, wow. Ja, das ist der Esso-Tiger, der da. Aber 100 pro. Guck dir das mal. Gibt's Futter? Komm zu mir. Oh, der sieht mich an. Ja. Komm her, zeig Krallen. Komm. Wunderschöne Tiere. Ja. So, hier geht es jetzt hoch am Tigergehege. Ich glaube, wir können sie gleich jetzt von oben bewundern. Die wunderschönen sibirischen Tiger. Ja, sieht so aus. Ja. Hoppala, ihr seht das schon eher als ich. So, bin ich auch auf gleiche Höhe. Ja, da sind sie. Das ist der große da hinten. Dann kann ich hier ins Räumchen rein. Ach, okay. Oh, nicht schlecht. Oh, ich nehme das Handy. Hier sind wir jetzt bei den Löwen. Da sehen wir eine Löwin. Da vorne. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Wo der Löwe ist. Das müssen wir noch rausfinden. Den Löwen habe ich immer noch nicht gefunden, aber was ich schön finde, ist dieser Jeep hier. Echt schön gemacht. Der Land Rover passt hier zum Gehege schön groß. Ach, da oben ist noch eine Löwin. Da oben seht ihr sie. Ah, die können ja auch klettern, das sind ja Katzen. Und da ist der Löwe. Da. Ja, komm. Komm zu Papa. Da ist er. Ja, Wollo. Das ist mal ein schöner Löwe. Komm jetzt, brüll mal Löwe. Also ich habe mal schon zu Frankfurt einen Löwen brüllen hören. Also das ist richtig abartig. Vor allem, es vibriert alles in dir dann, wenn ein Löwe mal richtig brüllt. Also das gibt eine richtige Resonanz in der Lunge. Vom Allerfeinsten. Ja, da ist der Löwe. So, hier jetzt ein wenig näher der Löwe und da ist die Löwin. Okay. Oh, schönes, majestätisches Tier. Wunderschönes Tier. Wow. Also, mein Schlussfazit fällt positiv aus. Zoo Duisburg ist eine Reise wert, einen Besuch wert, definitiv. Ganz heißer Tipp von meiner Seite, informiert euch, wann die Delfinshows immer sind. Heute sind sie um 11.30 Uhr und um 15 Uhr und das war es dann auch, damit ihr sie unbedingt sehen sollt, weil das ist hier auch die Hauptattraktion. Zusammen, wie ich finde, aber auch mit den afrikanischen Elefanten. Die sieht man nicht so oft in Zoos. Oh, ein Krokodil. Aber der ist nie im Leben echt. Das wäre ein bisschen zu gefährlich.
So, also wie gesagt, Duisburger Zoo, Camperflix-Prädikat, gut, bis sehr gut. Die Hauptex, also die Tiere, die man sehen will, Löwe, Elefanten, Giraffen, Delfine, wie gesagt, haben nicht viele Zoos. Der hier hat es. Deswegen ganz klar, da könnt ihr hin.